So, meine Freunde, willkommen hier zurück zu SGE Swiss German Elite. Mein Name ist Blaze Chris. Ja, ich habe jetzt wieder eine Folge Raid Jobs für euch. Also hier in dieser Folge wird es echt krass, weil die Diskussionen und diese Beleidigungen und was auch immer noch auf euch zukommt, das ist richtig schlimm. Also, dass es solche Psychos auf dieser Welt gibt und vor allem gleichzeitig auch zocken und durchdrehen, das ist krank, das ist richtig übelst krank. Ja, ich hoffe mit diesem Raid Jobs, egal wie beschissen der Montag war, dass ich euch zumindest so ein bisschen ein kleines Lächeln ins Gesicht prügle. So, dsch, dsch. Auf jeden Fall jetzt das Gameplay, das ist von Eierdümdüm erspielt. Also ich danke dir, Eierdümdüm, dass du mir deine Videos auch zur Verfügung stellst, weil ich bin ja, wie ihr gesehen habt, mit dem One-on-One gegen Eierdümdüm nicht so erfolgreich im Zocken. Also es gibt natürlich glückliche Momente, aber die Wahrheit schmerzt. Also ich bin nicht wirklich der übelste Skiller, Pro-Gamer oder sonst was, sondern so wie ich spiele, ich spiele halt auf Sieg und nicht unbedingt auf KD. Ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall mal viel Spaß beim ersten Teil und Achtung, es könnte Ohrenbluten geben, also stopft euch schon mal die Tampons in die Ohren, dreht ein bisschen leiser, denn es wird laut. Bis gleich. Numbered left. Oh mein Gott. Member joined. Oh Gott. Den rein. Lass den rein. Lass ihn mal. Lass den doch mal, Mann. Ja, mach ich doch. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was ist? Crack wird reden. Was ist denn, Mann? Was geht mit dir, Mann? Was? Halt sie alle meine Scheißfresse mit einem Mixer! Oh mein Gott! Hört der Junge! Ey, was ist denn das? Das ist schlimm als ich, Alter! Tschüss, braucht ihr Tabletten? Ey, Flashy ist dieses Oh mein Quick Drop, war schon so lustig, wie Flash lacht, Alter. Ey, lass ihn mal, warte mal, ich will dir mal. Switched channel. Ey, Craig. Switched channel. Switched channel. Member left. Oi. Ja, meine Freunde, ich habe euch gewarnt. Das war eine richtig heftige Teamspeak-Unterhaltung, ja. Und also es ist krank. Es ist wirklich krank, was die Leute so heutzutage abliefern. Und der zweite Teil, also es sind insgesamt drei Ausschnitte, die ich euch jetzt hören lasse, ja. Also so richtige Ohrvergewaltigung und unbedingt anhören. Also verpasst es nicht, hört rein und es lohnt sich auf jeden Fall. Bis gleich. Ja, Doppel, Alter, du Bitch! Ja, hab ich dich, ha? Ja, Bitch. Boah, wenn ich stirb. Was? Eins vor meinem Sandwich! Spongeboss, der chillige Schwamm. Oh mein Gott, der kämpft oben! T4. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Asus GTX 680, wenn der kein Aimbot drin hat. Hey, der hat hundertprozentig Aimbot an. Was hat der eigentlich für ein Aim Assist? Wenn er jetzt in meine Richtung zielt und mich tötet. Oh,
bin ich ein Biest. Doch hoffentlich Doppelabschuss. Ja! Doppelabschuss, du Hurensohn! Und Hundestaffel. Doppelkäfer! Hundestaffel! Ja. Das ist doch wohl ein Witzes. Ja! Alter! Aber deine Hunde machen ja Selfie-Kill. Wenn ich sterb. Ja, Hund, deinem Hund einen Kill geklaut. Dreckskläffer, Alter. Wett nicht sterb. Ohne Witz, ich zieh... Der Kind oben! Weh, der Kind. Du Assos, Teabaggen, hä? Ja! Pisser. 23,7, oh Gott. Boah, Drohne! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin tot! Hey, ich bin gleich positiv! Nice! Woher will der wissen, dass ich da komme? Oh mein Gott! Das ist eigentlich ein Witzespiel langsam. Ja, so kann man durchdrehen. Black Ops oder allgemein Call of Duty macht aggressiv. Es ist nachgewiesen. Bei Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, auf jeden Fall, scheiß drauf. Nee, ohne Witz, das Letzte, was ich jetzt euch präsentiere, das ist natürlich ganz heftig. Also es ist wirklich ein Gespräch zwischen Vater und Sohn und wie es abgehen kann, wenn jetzt der Vater ins Zimmer stürmt und übelst durchdreht und der Sohn natürlich dann auch noch so dumm ist, sage ich jetzt mal, ja, und ihm so üble Antworten gibt, also der Typ hätte von mir direkt, nicht mal eine Schelle, sondern direkt so einen Baseballschläger über den Grind gezogen bekommen. Ohne Witz, sowas macht man einfach nicht. Egal, was man zockt und wie man zockt und wann man zockt. Das ist einfach nur so eine Sache von Respekt. Aber das hört ihr ja selber jetzt und entscheidet am besten selbst. Zum Kotzen wird, so stinkt das hier. Das sieht man doch da. Ja, ist doch gut, wie er ist. Und dann sieht's hier so aus. Oh. Meine Kosten, die ganze Nacht hier rumzappen. Oh. Und wo das schon hell ist. Aber jetzt passiert doch gar nicht. Jetzt bleibt doch locker. Ich zahle Strom ja nicht. Ich kann auch nicht halb zehn abhaben. Es ist halb zehn. Du bist ein altes Arschloch, bist du. Es weißt ist du 20 vor 10, Junge. Du hast Licht angehabt hier. Ja. Das ist nicht dein Geld, oder was? Mann, Licht, was ist du das? Du fliegst vor dem Ort. Oh Mann, jetzt halt doch mal deine Schnauze. Ich warte nur drauf, dass das hier nicht sauber ist. Halt doch mal deine Schnauze. Es gibt keine Entschuldigung. Bleib doch mal locker, dein Puls, Digga. Es ist 20 vor 10, Alter. Der kann das ab, wie du willst. Ja, du bist 57. Und du fliegst am Eintracht. Ah, mach ja, du kriegst einen Schlaganfall. Bleib doch mal locker, Mann. Der Schlaganfall hast du noch lange vor mir. Ja, bist du behindert? Ich bin 19, Alter. Ja, bist du Mann, jetzt mach einen Abflug, du gehst mir halt auf den Sack, weißt Alter. Weißt du was? Ich hab dir schon mal gesagt, den Ton kann ich nicht hören. Du bist hier zu Gast. Ja, und dann? Jetzt geh mal einfach raus, Mann! Ich geh nicht raus, weil ich will hier, das ist mein Haus! Ja, ich will jetzt zocken! Lass mich von dir an, ich hab schon mal gesagt, jetzt wird nicht mehr gezockt oder ey, wenn du noch einmal mein... Ey, Digga, jetzt pass mal auf, was du ich hier redest. Ich hab 1 Uhr gesagt, dann fliegst du! Ja, sag das doch einfach mal, ist ein ordentlicher Ton, dreh doch nicht immer gleich so durch, ey! Du kannst doch mal ordentlich reden mit einem! Ich hab dir das schon 10x... Oh, jetzt halt die Schnauze endlich! Ich hab dich höflich aufgefordert! Oh, jetzt dreh... Dann hast du angeblich angefangen, so sieht es hier aus, du alles Schwein! Alter, spritzt du dich? Was gehst du so ab, ey? Jetzt geh doch mal raus, Alter. Ich mach das fertig und dann ist okay. Ich mach das fertig jetzt auf einmal. Erst oh, das jetzt raus, dann aber einfach die Schnauze, nein. Und heute Abend. Oh, mach einen Abflug, Mann. Hast du das verstanden? Mach einen Abflug. Du kannst mir gar nichts hier verbieten, Mann. Jetzt sehen wir zu, dass du ich kann dir nichts verbieten, du Zirkepart. Ja, du bist doch nicht. Ich kann dir deine Nase nehmen und rausziehen. Ey, soll mal, und das mach ich auch. Jetzt sollen wir mal einen dritten fragen, wer der Zirkepart hier ist. Denk da dran. Oh, du bist so ein Spasti, Junge. Mach dann einfach einen Abflug und geh nach draußen. Das ist nicht, Ricardo. Wollen wir mal einen dritten fragen? Das fliegst du noch vor eins. Sollen wir mal einen dritten fragen, wer das halt die Klappe, sollen wir mal ein, du mit deiner Sabbelei. Kannst du dich am Internet machen mit deinen Idioten, dann machst du nicht mit mir. Sollen wir mal. Hier geht's um die Fakten, halt die Fresse. Halt's Maul, Spasten hier, Mann. Komm doch rein, Alter. Sollen wir mal einen dritten fragen, wer der Psychopath ist, du Idiot, Mann? Alter, spritz dich mal nicht so viel. So, Schelle. Oh Mann. Solche Gespräche, die sind richtig unnötig. Nur wegen Zocken oder sowas. Ich weiß ja nicht. Es ging ja anscheinend in dem Gespräch ja nur, damit er das Zimmer aufräumt und ein bisschen lüftet und alles. Aber naja, wenn man wie ein Messi leben will, viel Spaß am Wochenende, würde ich mal sagen. Ne? Also ich bin da auf keinen Fall so. Aber das spielt ja keine Rolle. Wenn euch das Video gefallen hat, also ihr wisst ja, vergewaltigt den Daumen nach oben.
Wenn halt nicht, dann halt eben nach unten. Und teilt das Video auf jeden Fall. Umso mehr Leute sehen, umso lustiger wird's, weil ich hoffe, das wird dann mit der Zeit auch ein bisschen einen höheren Radius erreichen, sage ich jetzt mal, oder einen größeren Radius, ja. Und ja, abonniert den Schweizer. Also ich grüße euch aus der Schweiz. Und ja, also eben, wie gesagt, guckt mal bei Ayadimdim vorbei, guckt bei meinem Bruder Daniel The Click vorbei, guckt mal bei To The Limit vorbei, die sind alle verlinkt. Und ja, in der Videobeschreibung steht alles drin. Ansonsten war es das eigentlich für diese Folge und ich verabschiede mich so wie immer. Cheerio, bye bye, euer Blaze Chris, your lady.